Und nicht ansatzweise clever genug, um zu verstehen, wie viel cleverer sie noch werden muss. Shall we carry on, Dusk Speaker? Sollen wir fortfahren, Dämmersprecher? Das tun wir immer. Sie kichert leise. Okay. Letzte Pilgerfahrt. Scheinbar war Brütes Schwester unter den Pilgern. Sie hofft, dass ihre Spur... Dass ich Spuren von ihr in der toten Scholle finde. Ich sah am Felsen in der Höhle niemanden, der zu Iris Beschreibung passt. Die nächste Orte zum Suchen wären der eingefrorene Tempel in der toten Scholle. Mhm. Abgeschlossen. Gucken wir mal kurz. Rösten der Toten. Die höheren Tiere. Ja. Die Botin Brütme hat mich darum gebeten. Ich sollte Brütme informieren, dass die Pilger keine Bedrohung mehr sind. Sie ist wahrscheinlich in der Eisfischengrotte in der Botenwacht. Ich habe die falschen Pilger am Felsen der Höhe getötet, ja? Ich gab Nivir die Flüssigkeit, um die er mich gebeten hatte. Soll er doch ihre Griffigkeit selbst herausfinden. Gut. Tempel betreten. Das heißt, ich kann noch mal den Tempel absuchen nach ihrer Schwester. Das heißt, jetzt mit einem... mit unserem guten Team hier. Ja, Seil hochklettern. Ohne Wunden, ausgeruht und alles. Sollten wir uns dem Drachen stellen können. Also ja, hier auf der Anhöhe war sie nicht. Hier brennt immer noch das Feuer übrigens. Und ja, der Weg in den Tempel ist eingefroren. Außer sie meint hier vielleicht. Aber das glaube ich nicht. Den Raureif-Tempel betreten. Gucken wir einfach mal kurz. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, außer der Römergrand-Statue. Und hier sind die Hinrichtungspfosten. Ziemlich grausame Art der Hinrichtung, die Leute einfach erfrieren zu lassen. So, das heißt runter hier. Seil hinabklettern. Ja, nach Spuren von ihr suchen. Vermutlich finde ich Brynäs Schwester, zumindest das, was übrig ist, irgendwo im Raureif-Tempel. Wenn ich sie finden will, muss ich die Anlage durchsuchen. Mhm. Ja, das heißt, ich nehme mal das östliche, den östlichen Weg. Gucken wir nochmal die Leiche, die ich da gefunden hatte, an. Weil hier waren auf jeden Fall Pilgerer drin. Hier habe ich gegen welche gekämpft, sogar mit Eisbären. Oh, hier ist eine Pilgerin. I know that smell. Beer and furs and fires.
It's been a long time since a harbinger made it over the top of the berg. Den Geruch kenne ich. Bier und Feller und Feuer. Es ist lange her, seit es ein Boot über den Berggipfel geschafft hat. Sie wendet ihre Aufmerksamkeit vom gefallenen Konstrukt an und blickt dich mit verzogenem Gesicht an. Bist du nicht die Schwester von Britta? Vorsicht, du sprichst mit dem Dämmersprecher. Ich gehöre nicht zu den Booten. Could have fooled me. I can smell the self-satisfaction wafting off you like incense. Bist du sicher? Selbstzufriedenheit genug würdest du verströmen. The harbingers are too soft to worship the beast properly. Me and the other pilgrims found a new faith here, at the top of the berg. A faith that made us strong. Die Boten sind zu weich, um die Beste richtig anzubeten. Ich und die anderen Pilger haben hier oben am Berg einen neuen Glauben gefunden. Einen Glauben, der uns stark gemacht hat. It was only a matter of time before they hired someone to stop us. I'll bet the harbingers can't stand how deliciously miserable we are. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie jemanden anheuern würden, um uns aufzuhalten. Ich wette, die Boten können es nicht ausstehen, wie herrlich unglücklich wir sind. Ihre trockenen Lippen verziehen sich zu einem schmerzhaften Grinsen. Britta sagt, du hast, dass du an einer Pilgerschaft teilgenommen hast. Oh no. Don't tell me she's fallen in with the rest of those fools. Oh nein, sag bloß nicht, dass sie sich den Rest dieser Idioten angeschlossen hat. It took our best climbers and their scouting bears, but we summited the berg. Es braucht unsere besten Bergsteiger und ihre Spähbären, aber wir haben den Berggipfel bezwungen. The things we saw at the top. Even now my mind is bending around the vision of it. Die Dinge, die wir dort oben sahen, selbst jetzt noch, kann ich kaum begreifen, was ich gesehen habe. Für einen Moment wandert ihr Blick ins Leere, aber dann schüttelt sie sich und kommt zurück ins Hier und Jetzt. You don't walk away from a climb like that untouched. Ein solcher Aufstieg verändert einen für immer. Was tust du hier oben? I'm casting off this putrid mortal body of mine and trading it in for something better. Ich stoße diesen verdorbenen sterblichen Körper von mir ab und tausche ihn für etwas Besseres ein. Sie klopft voller Stolz auf den Metallpanzer des gefallenen Konstrukts. By hammering my soul into this wretched instrument, I can become the guardian this temple deserves. Wenn ich meine Seele in dieses Instrument hier hämmere, kann ich die Wächterin werden, die dieser Tempel verdient. Was willst du beweisen, indem du dich in ein Konstrukt verwandelst? How easily an outsider like you misses the point. Beweisen, wie einfach Fremde wie du doch den wahren Sinn übersehen. A construct feels nothing but duty. When simple instructions are your world, pride and self are carved off like glacial ice. Ein Konstrukt kennt nur Pflicht. Wenn einfache Anweisungen deine ganze Welt sind, fallen Konzepte wie Stolz oder Selbst von dir ab wie Eis von einem Gletscher. Sacrifice and emptiness rule in the white void. It is my honor to give everything I have, everything I am, for the glory of the beast. Opfer und Leere herrschen im weißen Nichts. Es ist meine Ehre, für die Bestie alles zu geben, was ich habe, alles, was ich bin. Ich denke, du kehrst am besten wieder nach Botenwacht zurück. This place has shown me wonders, and I have no plans to leave. I've seen serpents made of ice encircle the moon. I've seen colors beyond our perception ribbon across the stars. Dieser Ort hat mir Wunder offenbart und ich habe nicht vor, ihn zu verlassen. Ich habe Schlangen aus Eis gesehen, die den Mond umringen. Ich habe Farben jenseits unserer Wahrnehmung gesehen, die zwischen den Sternen leuchten. I'm a changed woman. I sleep no longer. This bloated husk of mine is bound for the worms. But my soul is made for eternal service. Ich bin eine neue Frau, erweckt. Meine aufgeblähte Hülle wird bald nur noch Futter für die Würmer sein, aber meine Seele ist für den ewigen Dienst gemacht. Plädierst du hier etwa für hirnlose Plackerei? Das ist nicht besser oder schlechter als jede andere Tätigkeit auf dem Berg. I hate my limitations, my hungers, my frailty. The beast can suck my marrow and discard me. This is true perfection. Ich hasse meine Beschränktheit, meinen Hunger, meine Schwäche. Die Bestie hat mein Mark Bestie kann mein Mark aussaugen und mich beiseite werfen. Das ist wahre Perfektion. Die läuft auf den Eisenpanzer, dieses Mal mit mehr Überzeugung. Warten dir, denkst du nicht, dass dieser Asketismus die anderen Boten inspirieren würde? Warten dir blinzelt überrascht. Sein Mund steht offen, schließt sich und öffnet sich dann wieder mit einem rauen Husten. Oh, absolutely. Which certainly a benefit from the perspective of one so well acquainted with life on the dead flow. Aber ja, wir würden mit Sicherheit von der Perspektive einer Person profitieren, die das Leben auf der Scholle so gut kennt. Nice offer. But I doubt I could dig the snow out of a harbinger's ears.
Nettes Angebot, aber ich bezweifle, dass ich den Schnee aus den Ohren der Boten schaufeln könnte. Du wirst alles ablehnen, was ich vorschlage, oder? What kind of stake have you got in this anyway? Warum interessiert dich das alles überhaupt? Sie stemmt ihre Hände in die Hüften und mustert Just dich. Walk away. Tell anyone who asks that you didn't see anything. Geh einfach und wenn wer fragt, sagst du, du hast nichts gesehen. Ich denke, du kehrst am besten wieder nach Bodenwacht zurück. Das kenne ich. Asleep no longer. This bloated husk of mine is bound for the worms. Worry not. In time, I will have forgotten everything. Ja, klingt, als würde es dir gefallen. Nee, machen wir mal wirklich. I'm a changed woman. Asleep no longer. Ja. Perhaps we shouldn't put the mad woman inside a hostile machine. Vielleicht sollten wir die Wahnsinnige nicht in eine feindselige Maschine stecken. You'll help me. That's great. Time to cast this body aside like a worn out fur. Du hilfst mir, das ist gut. Es wird Zeit, diesen Körper abzulegen wie einen abgetragenen Pilz. Sie reibt ihre Hände zusammen und deutet auf das Konstrukt. The only question is how we go about it. Die einzige Frage ist, wie wir es anstellen. Sie stützt ihr Kinn auf die Faust und nickt. Hast du denn keinen Plan? I only just came up with the idea when you strolled in. Haven't exactly had enough time to put all of this to the test. But isn't that in the spirit of adventure? Die Idee ist mir gerade erst gekommen, als du dahergekommen bist. Hatte noch keine Zeit, alles auszuprobieren. Aber ist nicht gerade das der wahre Abenteuergeist? I didn't show up completely empty-handed. I have some of these. And one of these. Ich kam nicht mit völlig leeren Händen. Ich habe einige davon und eins hiervon. Aus den Tiefen ihrer Tasche zieht sie eine Handvoll Adrasplitter und verdrehten Kupferdraht hervor. Alle mit Flusen übersät. Dann nimmt sie einen verbogenen Hammer von ihrem Gürtel. Will these help? Wird das hier helfen? Sie schwingt den Hammer zur Übung. Es ist ein Anfang. Hoffen wir das Beste. Das könnte dich umbringen, aber das soll es ja wohl auch. Geh zur Seite. Ich bin ein Wächter. Uns wird schon etwas einfallen. I like your confidence. Makes me feel like I'll be a metal person in no time. Deine Zuversicht gefällt mir. Gib mir das Gefühl, dass ich ihm nur in den Metall stecken werde. Sie strahlt vor Stolz, als ihr beide euch an die Arbeit macht. Ich half Eris, ihre Seele aus ihrem Körper in einen Frostkonstrukt zu übertragen. Ich sollte Britta vom Schicksal ihrer Schwester berichten. Ja. Frostkonstruktflüssigkeit. Toll, jetzt habe ich nochmal welche von denen. Ey, bleib doch da. Das Konstrukt blickt dich ohne sichtbare Emotionen an. Super, ich habe jetzt das Konstrukt wiederbelebt. Ach super, jetzt stellt sie sich zu dem Sarg, den ich schon geplündert habe. Tja, versuchen wir beim nächsten Mal, sie zu retten. So, das heißt zurück in den Widmarf. Und dann ab in die Drachengrube.
blinding light of the breach popped. Ja, die Bresche betreten. Dann werden wir wieder aus unseren Körpern gesaugt. Wie Fenrir einfach doch da so unberührt dasteht. Ach ja, unsere Aufstellung. Stimmt die so? Ja, die kann so bleiben. Greetings again. Was there something else? Okay. Das heißt, wir können runter. I see some spirit stuff clings to you. Ja, ich bin so. Ja, ich bin so bereit, wie ich es hier sein werde. Die Wächter nickt und sieht nach unten in das Loch. Once you descend, you will be much closer to the void's heart. There's no returning from that place.